Hi, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Elden Ring, ich mach doch weiter. Natürlich mache ich weiter. Leute, ich war sehr frustriert bei der letzten Aufnahme mit diesem Feuerriesen. Und auf den Feuerriesen habe ich keine große Lust mehr. Und unter den YouTube-Kommentaren waren tatsächlich so ein paar Sachen, wo ich gedacht habe, ja, das sollte ich mir eigentlich nochmal angucken. Deswegen mache ich das jetzt. Und zwar eine dieser Sachen, die ich auf jeden Fall ausprobieren möchte. Da habe ich noch gar nicht dran gedacht, liegt aber auch irgendwie ein bisschen daran, dass ich natürlich die Kriegsasche erst gefunden hatte. So, also. Ich vermute, hier kann ich nichts an der Kriegsasche ändern. Das war erst meine Idee, dass ich an dem großen Großschwert der Verpflanzung die Kriegsasche ändere, aber das wird nicht funktionieren. Und deswegen suche ich jetzt ein Schwert oder eine Waffe, auf die ich die Duellfähigkeit draufpacken kann. Ein besseres Schwert als dieses. Schweres Schwert der Getreuen. Auch wenn es wirklich voll in Ordnung ist eigentlich, meines Erachtens nach. Aber vielleicht gibt es ja irgendwas, was noch einen irgendeinen anderen Effekt hat, der mir ein bisschen helfen könnte. Das Trümmergroßschwert, Welle der Zerstörung. Das ist halt auch ein einzigartiges Talent, da kann ich nichts dran schrauben, vermute ich. Die Großschwerter. Genau, die Passiveffekte hier, Flammenberge, löst Blutverlust aus. Sowas mal probieren. Kann ich denn auf die Keule kann ich keine Kriegs... Oder, wait, okay, warte mal, kann ich hier die Duellfähigkeit drauf machen? Nee, hier kann ich die Duellfähigkeit halt nicht drauf machen. Das wird nur auf kleine Schwerter gehen. Da ist halt genau das Problem. Ich will auf jeden Fall diese Duellfähigkeit behalten, weil ich die mega gut finde und viel Spaß damit habe. Hierfür brauche ich halt viel zu viel Weisheit, da komme ich nicht mehr hin, das Dunkelmond-Großschwert. Beziehungsweise, ja, okay, ich könnte diese komischen Dinger benutzen und bei der Lady da mich umskillen. Ja, ich weiß. Aber die Flammenberge, mit der liebäugel ich gerade. Ich meine, das ist ein Zweihänder, deswegen. Ja, die Duellfähigkeit habe ich mittlerweile gefunden. Packe ich mal die Flammenberge jetzt hier rüber und schau mal, ob ich dort die Duellfähigkeit. Hey, das ist nur. Ja, eben, genau da haben wir es halt, ne? Das ist halt genau das. Ich muss einen Einhänder nehmen für die Duellfähigkeit. Der Chat ist spiegelverkehrt. Oh. Das ist doof. Ach komm, ey, echt? Weil ich dort den Filter drauf hab. Ah, das ist doof. Das Problem ist, wenn ich den da rausnehme, dass der jetzt einzeln ist, dann ist er nicht so cool zur Seite gedreht. Jetzt ist er halt gerade, aber jetzt müsste es passen. Jetzt müsste er wieder normal sein. Aber na ja, gut, dann lassen wir es jetzt so auf die Schnelle.
dann ist es jetzt halt so. Genau, also ich kann nur einhändige Schwerter, vielleicht auch einen Dolch mit der Duellfähigkeit aus. Ja, aber das ist ein einzigartiges Talent, das bringt mir halt auch nichts. So, dann hätten wir noch das Claymore. Das ist ein ganz normales, nee, das ist ein Großschwert. Ja, also ich habe einfach schlicht keine andere Waffe, auf die ich die Duellfähigkeit, glaube ich, packen könnte, so auf ganz jetzt so gesehen. Vielleicht auf so eine Hellebarde. Horn des Gesandten, heiliges Fleischermesser, der macht Heiligschaden, Eisenbeil, vielleicht noch auf eine Axt. Die Macht löst Frost aus, was natürlich ganz nett ist. Auf der Duellfähigkeit steht drauf. Okay, warte mal, dann muss ich wahrscheinlich hierher gehen in mein Inventar. Und dann hier. Wo ist sie denn? Hä? Bin ich jetzt blind? Ich hatte die doch gef... Hä? Ich habe die auf jeden Fall gefunden. Warum ist die hier nicht drin? Du hast es nicht. Doch, ich habe die auf jeden Fall gefunden, sonst hätte ich ja die... Pass auf. Wenn ich hier jetzt auf das Schwert gehe, ist sie da. Und ich kann sie verändern. Ja, da habe ich die geholt, Miko. Ich weiß. Ich kann dir sogar genau den Ort auf der Karte zeigen, wo sie ist, weil ich die dort geholt habe. Und zwar bin ich hier rauf und dann war sie genau hier, an der Stelle. Da habe ich sie geholt. Also bin ich bin etwas irritiert gerade. Dass ich sie nicht im Inventar sehe. Stampferfeger. Hä? Was soll denn das? Das ist jetzt sehr, sehr seltsam. Verbesserung entfernen, wenn ich sie entfernt habe. Da ist sie. Nee. Hier, da. Wenn ich sie entferne, kann ich sehen. Zur Verwendung mit geraden Schwertern. Warum auch immer ich sie nicht sehen kann, wenn ich sie auf dem Schwert ausgerüstet habe. Also, ich verändere ja nur das Schwert hier auf wertig. Nee, nicht wertig. Ich will es auf schwer haben. Genau. Wegen Stärke. So. Also mit geraden Schwertern, das einzige gerade Schwert, das ich habe, das ich damit verwenden kann, ist das Stockschwert. Und das Schwert der geheimen Worte. Aber das braucht viel Glaube, macht nur Heiligschaden, keinen körperlichen, das ist irgendwas Seltsames. Das kann auch darüber. Das Stockschwert, ja. Geschicklichkeit hat keine gute Stärkeskalierung. Brauche ich nicht. Das funktioniert nicht. Das ist ein Katana.
Also die einzigen geraden Schwerter, die ich habe, brauche ich dafür nicht benutzen, weil sie bringen mir keinen Vorteil mit Duellfähigkeit. Du kannst es noch verdoppeln. Was kann ich verdoppeln? Und wie? Die Duellfähigkeit verdoppeln. Ja, wie meinst du verdoppeln? Ach so, ich kann sie duplizieren, also quasi, dass ich sie zweimal im Inventar habe. Ah, nee, das brauche ich nicht. Nee, macht keinen Sinn. Absolut richtig. Macht keinen Sinn. Also, auch wenn ihr noch so oft meint, ihr die Leute auf YouTube und keine Ahnung, die ja so Bescheid wissen, sorry, aber nein. Es funktioniert einfach nicht so, wie ihr euch das vorstellt, teilweise. Also, jetzt habe ich aber einen Hinweis bekommen zum guten Varé. Weißgesichtiger Varé. Der hat mir irgendwie einen Auftrag erteilt, das eigentlich PvP-mäßig ist, aber angeblich soll ich dafür hier oben diese Boys killen. Das habe ich jetzt, glaube ich, verstanden. Aber erst die Schemen killen oder halt die Invader und dann den großen Klotz. Jetzt habe ich ja schon mit dem geredet und er sagt mir nichts Neues. Also müsste es ja passen, wenn ich einfach dahin gehe. Und angeblich kriege ich irgendein cooles Item, hieß es. Dann würde ich jetzt mal probieren, mich mal hier reinzukämpfen, weil das ist tatsächlich noch offen. Das gucke ich mir jetzt an. Das ist aber das falsche Schwert für die ganze Nummer. Ich will bitte wieder meine gute, altbewährte Ausrüstung haben, bitte. Die gute, altbewährte Ausrüstung. Natürlich. Klar. So, einmal weg mit dem. Und dann ab nach oben zu den Jungs, die dort auf mich warten. Habe ich natürlich keinen. Das ist natürlich Mist. Ich habe keine Flasche mit Fokuspunkten. Da war auch irgendein wilder Zappler dabei. Jetzt hoffen wir einfach mal, dass ich es leicht habe, weil ich mittlerweile ein bisschen gelevelt bin. Da war auch ein wilder Zappler dabei. So. Jawohl. Also komm mal her, du. Da hat aber schnell reagiert, der Kumpel.
Es ist. Ah. Ja, vielleicht sollte ich gegen den mit dem Schild kämpfen. Und dann muss ich ja jedes Mal so weit laufen. Ja, es sind drei, das ist halt auch noch die Sache, ne? Also wenn ich jetzt gegen den hier vorne kämpfe, schießt der hinten halt auch auf mich, ne? Der da. Oder kann ich den hier abziehen, ohne dass der hinten mir auf den Sack geht? Ach, come on. Der hat halt echt auch eine dumme Position hier. Sag mal. Jetzt habe ich schon wieder meine Tränke nicht gemacht, ne? Junge! So, und jetzt komme ich überhaupt an dich ran. Ja. Oh, okay. Ich bin voll im Boden drin. Hoffentlich lege ich jetzt nicht raus. Okay. Ja, wisst ihr was? Ich muss erstmal. Julius, hi, grüß dich. Ich muss erstmal meine Flakons ändern. Was haben die denn hier gedroppt? Ruinenfragmente, okay. Langweilig. Schön, dass ihr alle am Start seid, Leute. Freut mich. Flaschen auffüllen. Machen wir. Zwei müssten reichen. Ja, ich war schon mal dort und hab aber. Bin wieder gegangen damals, weil. Mich das ziemlich genervt hat, was da passiert. Jetzt probiere ich es nochmal. Könnte auch sein, dass ich mit der dicken Keule besser dran bin. Jetzt komme ich natürlich wahrscheinlich nicht an ihn ran, oder? Ah, doch, guck mal. Ah, komm. Ah. Na bitte, geht doch, auch ohne. Ja, ich weiß. Ich wollte aber nur den. Ich wollte ihn killen, weil der mich von hinten jedes Mal angeschossen hat, der Hund. Der hat mich jedes Mal erwischt. Okay. Seit wann habt ihr überhaupt, hattet ihr schon immer leuchtende Pfeile? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube ja. So, okay. Gibt's hier irgendwo, hier gibt's aber auch keine Gnade in der Nähe, ne? Ich muss jedes Mal von da hinten hin latschen, wenn ich drauf gehe. Ist ein bisschen nervig. So, der mit der Riesenkeule. Ja, komm. Komm, der mit der Riesenkeule. Auf geht's, Kumpel.
dauert auch immer 100 Jahre, bis die dann da sind, ne? Dass dem sein Timing da reicht, um mir da so eine mitzugeben, ist auch so ein Mist. Ich hasse sie so sehr. Ich hasse sie so sehr, diese kleinen. Ah, aber es sind schönere, viel, viel schönere Kämpfe als alles, was ich die letzten. Die letzten Male so vor mir hatte. Es ist kein großer Zappler. Warum benutze ich eigentlich nicht? Ich nehme jetzt einfach meinen schönen Buckler und versuche ihn zu parieren. Es ist halt nervig, dass ich bis da hinten jedes Mal latschen muss. Viel zu weiter Weg. Aber mei, was soll's, ist halt so. Ich kann ihn critten, wenn er nach dem Blocken taumelt. Okay. Das ist natürlich auch hilfreich. Jetzt hoffe ich mal, dass der von hinten mich nicht trifft und stelle mich mal hier hin. Hey, Paul, grüß dich. Hier. Spiel macht einen Sound extra dafür. Okay. Jetzt hat tatsächlich der andere Bazi mich hier noch getroffen. Also, du glaubst es ja nicht. Zum Glück nicht mir Schaden gemacht, sondern nur dem Pferd, aber... So, ich glaube, den kann ich parieren. Den muss ich parieren können. Let's go. Das gibt's doch nicht. Ich krieg's das Timing gerade nicht. Kann das denn wahr sein? Hallo? Ey, ja, ist ja gut. Okay, fuck it. Ich probiere es halt trotzdem.
Ich krieg echt zu viel. Ich krieg echt zu viel bei denen. Das ist ja nicht mal so, als müsste ich hier irgendwie Vollgas irgendwas lernen oder so. Nee. Das Parieren hat mich halt jetzt den Hals gekostet, ne? Den Kragen gekostet. Mehr Treffer, weniger getroffen werden, ja. Ja. Welche Richtung? Nein, ich bin auf der falschen Seite. No. Ach. Was zum... Ah, Seval, hi, grüßt euch. Hey, schön, dass ihr alle am Start seid, Leute. Nice. Okay, wisst ihr was? Anders. Ah, wobei... Nee, das hat doch eigentlich funktioniert. So, also ich schluck mal den. Dann... Nee, das. So. Vorbereitet. Na bitte, geht doch. So, wen haben wir hier? Ritter des großen Gefäßes. Bist du ein Zappler? Weiß ich nicht. Du bist ein Zappler. Du bist auf jeden Fall ein Zappler. Und du bist einer mit Buckler. Das heißt, der hier wird mich auf jeden Fall parieren. Das ist ekelhaft. Ich probier's mal mit dem Zauberer. Ja, klar. Ah, du bist auch ein Zappler, okay. Ein magischer Zappler.
Jawohl, nice. Okay, let's go. Letzter. Jetzt habe ich zwar kaum noch Fokus, da hätte ich vielleicht ein bisschen mehr gebraucht. Ich hoffe, die spawnen nicht alle drei, ne? Warum kriege ich hier die ganze Zeit irgendwelche Runen? Also, wenn ich jetzt sterbe, hoffe ich nicht, dass ich nochmal gegen alle drei kämpfen muss. Das wäre mies. Oh, er giftet! Er giftet! Er giftet aber anders hart. Aber mein Schwert tut auch sein Übriges, ohne dass ich großartig... Ja, nice. Einfach reingeprügelt. Einfach reingeprügelt. Gut. So, jetzt kann ich mit dir reden. Was sagst du jetzt? Arsenal des großen Gefäßes. Okay, was ist das? Was war das für ein Item? Jetzt habe ich nicht aufgepasst, was das für ein Item war. War das ein Crafting-Item? Nee. Ist das ein Schlüssel? Auch nicht. GG, dankeschön. Jawohl, geil, GG. Danke, danke. Ich hätte alle wieder machen müssen. Holy shit. Ein Talisman. Okay. Ah, erhöht das maximale Ausrüstungsgewicht erheblich. Okay, erstmal ganz nett, würde ich sagen. Lässt sich bestimmt verwenden. Hallo? Was ist mit dir? Ich habe sie besiegt. Darf ich jetzt was machen? Er sagt einfach nichts. Darf ich hier rein jetzt? Ja, ich darf hier rein, aber das ist wieder nur so ein PvP-Ding, ne? Kolosseum, ja. Um mit anderen Spielern zu kämpfen, berührt ein Kolosseum der Statue von Marika. Hier dürft ihr auch Geisterasche im Kampf verwenden. Ah ja, okay. Also, für das Item war es ganz witzig, aber... So, jetzt im ersten Moment... Kann ich den auch verprügeln? Wahrscheinlich, ne? Aber warum sollte ich? Ja gut, einen netten Talisman bekommen, der glaube ich ganz cool ist. Nice. Und jetzt habe ich die Questreihe hierfür erledigt? Kann ich jetzt zu dem Kumpel hier drüben nochmal? Oder die Quest, die eine Aufgabe, die er mir gegeben hat? Ich glaube, er hatte mir irgendwas gesagt von dem Kolosseum, ne? Und ich bin dann so, ja nee, PvP-Quatsch, brauche ich nicht, will ich nicht. Die große Keule und das Schwert. Ja, das könnte sein. So, hattest du mir nicht gesagt, irgendwie was von wegen... Nee. Der sagt immer noch das Gleiche. Okay, alles easy. Passt schon. Ausrüstung. So. Also Sprungangriffe benutze ich eh nicht so viel. Oh, das verbessert das um 10. Ah, es ist leider eine große Last, ne? Aber wenn ich den Zauberstab wegmache, ist es eine mittlere Last.
Also wenn ich jetzt nicht parieren will, dann geht's. Wenn ich parieren wollen würde, mit Keule und Schwert und allem drum und dran. Wie viel wiegt das gute Schild? 1,5 ist jetzt nicht so viel. Das ließe sich sicherlich... Jawohl. Hiermit ausgleichen. So, jetzt kann ich nämlich ganz easy... Boah, ich könnte jetzt sogar mit dir Keule parieren, ne? Okay. Okay. Die Keule hat halt Geschicklichkeit D. Ach nee, das passt. Nee, C Stärke. Ja, nee, alles easy. Okay, das ist in Ordnung so. Ja, das ist ganz cool, würde ich sagen. Okay, also das ist mal geschafft hier die Stelle. Da muss ich mich nicht mehr hinbegeben. Was gibt's denn noch Tolles? Hier wäre noch ein Totenkopf, da könnte ich mal hingucken. Dann wäre hier noch die Gegend offen. Gucke ich mir das mal an. Reite ich da mal hin jetzt? Und in der Höhle war ich, glaube ich, auch noch nicht. Und hier hinten, weiß ich nicht, was hier noch alles geht. Ob da noch irgendwas Bossmäßiges unterwegs ist, wäre zu sagen. Und diese magischen Steinschwertschlüssel, da fehlen mir glaube ich noch zwei Stück, dass ich die... Oder habe ich drei Glockentürme aktiv? Ich weiß es gar nicht. Hier fehlt mir halt die noch. Ziegelgefängnis des Oberhaupts. Die war aber wild, die war hart am Zappeln. Da war noch ein Rätsel offen, da gibt es irgendwie ein... Muss ich glaube ein Emote machen. Hier ist noch ein anderes Kolosseum. Boah, ja, wie gesagt, also die Kolosseen, wenn da jetzt nicht irgendein Boss vorsteht, den man bekämpfen sollte, damit ich alle Bosse gekillt habe, ist es mir relativ egal. Ich probiere mich mal an dem hässlichen Wurmgegner. Warte mal, gibt's hier nicht ein besseres? Den vielleicht. Ich will eigentlich hier raus. Ja, das passt, glaube ich. Aber ich sehe gerade, ich müsste eigentlich noch ein bisschen weiter in die Mitte. Moment, wie kann ich mich... Ja, so? So sieht es ein bisschen... So sitze ich nicht ganz so am Rand der Facecam, ne? Jetzt habe ich zwar... Naja, das passt schon. So, wo ist der Hässliche? Ah ja, einfach nach Norden. Straight north. Ab in den hässlichen Nebel zu den hässlichen Würmern. Jetzt bist du ein Mana-Käfer. Ah! So, der macht mir jetzt hier so Gedöns, ne? Ah, das ist ganz schöner Mist. Der macht mich so Versteinerungszeugs, macht er mir. Was zum Teufel? Was passiert hier? Hä, hey, und wo kam jetzt diese Pest her? Oh Mann, ey! Das ist schon wieder... Das geht schon wieder gut los hier an der Stelle, ne? Aber ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ah, da komme ich halt nicht auf die mittlere Last so easy, ne? Ah,
shit. Oh, immer noch große Last. Also muss ich das hier wechseln. Aber ich probiere es mal mit dem großen Klopfer. Weil der hat mir ja so eine tolle Fähigkeit, dass ich ein bisschen mehr von dem Zeug aushalte. Wo ist hier der kritische Trefferpunkt bei ihm? Ah, da hinten am Nacken. Okay. Na, guck mal, das müsste es doch gewesen sein. Nice, geht doch. Super Sach. Wächter, Schwertspeer, purpurne Kristallträne, gefleckte, verhärtete Träne. Wunderbar. Wait, durchs Einsammeln von der goldenen Sonnenblume ist mein Ding weggegangen? Nee, das. Okay, nee, sah nur so aus. So, ja, okay, also der Marker kann weg. Ruinen des Waldvolks. Oh, weiß ich nicht. Ich guck mir jetzt mal diese giftige Brühe hier unten an, was auch immer das sein soll. Die ganze gesamte Ausrüstung jedes Mal switchen, ne? Aber passt schon. So, also ab ins Loch und ab nach hinten zur wahrscheinlich giftigen Brühe. Ich bin mir ja noch nicht mal sicher, ob das überhaupt Gift ist. Ich war noch gar nicht da hinten. Aber wird bestimmt spaßig dort. Nicht. Doch, bestimmt. Also, wenn es Gift ist, dann vielleicht nicht, aber eigentlich würde ich sagen, oh Gott, hier kommt ein Drache. Hier erscheint ein Drache. Wo bist du, mein Guter? Zeige dich. Nee, kein Drache. Doch, kein Drache. Krabben sind hier. Ich hätte gedacht, ein Drache, weil die Bäume so abgefackelt sind, aber nö. Was bist du denn? Kannst du mal nicht hinter mir herreiten? Was bist du für einer? Bleib fern! Gnade, wo bist du? Mir muss es eine Gnade geben, bevor ich da reingehe. Gibt's 100 pro eine, bevor ich da runtergehe. Irgendwo muss es eine geben. Ziegen? Ich bin ja so blöd, ne? Ich habe heute angefangen, ohne vorher was zu essen. Und jetzt nach einer Dreiviertelstunde kriege ich Hunger. Okay. Passiert. Reite ich jetzt einmal außen rum und schaue mich erstmal um? Ja, mache ich. Was ist das hier für eine Brühe? Krieg ich jetzt hier? Ne, mit Pferdchen geht's.
Okay, was geht hier? Oh, hi. Ja, dich klopp ich mal eben. Ey! Huch, wer bist du denn? Ach, du bist. Ich dachte, du wärst so ein Standardgegner. Lol. Du bist gar kein Standardgegner. Nicht rumgiften. Voll nervig. Bleib mal weg mit deinem Scheiß. Ah, oh, Hilfe! Warum? Oh, muss der mir jetzt hier noch so ein riesen Zeug anzeigen? Verdammte Axt. Erstmal einen saufen. Hey, komm zurück. Aua. Ach ja, klar. Natürlich. Muss er schon wieder so fallen, dass ich ihn nicht. Sag mal, warum habe ich eigentlich eine schwere Rolle? Das ist ja saudumm. Das ist ja saudumm. Da habe ich wohl nicht aufgepasst. So. Okay, jetzt mal ganz kurz. Wieso habe ich eine große La. Ach so, ja, weil ich ja. Das hier brauche ich ja jetzt mittlerweile. Nicht mehr den normalen Helm. Dann passt alles. Gut, was war jetzt hier? Ich bin eigentlich auf der Suche nach einer Gnade und habe jetzt irgendwelche Leute verprügelt. Da scheint nichts zu sein da unten. Okay. War hier jetzt einfach nur dieser. Hä? Und ich habe nicht mal richtig gucken können, was ich von der bekommen habe. Weil der Große mir ja noch nebenher auf den Sack ging. Na gut. Von mir aus. So, wo ist die Gnade? Hier an dieser Stelle. Ich reite jetzt mal außen rum. Einen Degen. Ah, okay. Ja, Degen ist jetzt auch nicht unbedingt meins. Okay, da geht's in den Tod. Die Rumpfwuchtelei mit dem Degen. Nee. Und ein paar Klamotten. Hat sie mir auch gegeben. Ja, von euch will ich eigentlich nichts. Eigentlich will ich ins Schloss, in die Burg. Das wäre ja auch zu schön gewesen, ne? Ah ja, guck mal, da giftet es mich an. Goldene Rune, okay. Giftfett, okay. Aha, hier geht's rein. Jetzt gucke ich noch einmal schnell außen rum. Ah, oh, da sind wieder die Fluchviecher. Hässliche Kröten.
Also gut, hier scheint jetzt ja auch nicht wirklich irgendwas Spannendes zu sein. Irgendwie ein Hintereingang oder so? Nee. Nun, dann begebe ich mich mal hinein. Aber nicht im Standardeingang, sondern ich glaube, hier könnte ich vielleicht Glück haben. Ja. Trickser. Oh, hi. Was seid ihr? Oh, ihr seid alle giftig. Alle giftig hier, wie ich es vermutet habe. Uiuiuiuiuiui. Das ist nicht cool. Ich habe noch keine Gnade gesehen. Glassplitter, ach, wofür auch immer. Da hinten ist ein Gemälde. No! Ah, Hilfe, lass mich vorbei. Danke. Das nehmen wir mal mit. Oh, nein, geh weg. Lass mich. Ich will nicht giften. Warum bin ich jetzt grün? Ich bin grün. Obwohl ich nicht giftig bin. Okay. Ich wurde angegrünt. Was seid denn ihr überhaupt? Was hast denn du da für einen Mantel? Ah, Gnade. Wunderbar. So, füllen wir mal alles auf. Heute sagt mein PC übrigens, nö, 60 FPS sind nicht drin. Ich weiß nicht, warum ich manchmal easy mit 60 FPS hier aufnehmen, streamen und zocken kann und manchmal nicht. Habe ich noch nicht rausgefunden, woran das liegt. Ich dümpel so bei 59 rum. 58. Ist jetzt nicht so schlimm, ne, aber konstante 60 wären schon schöner. Muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Hi, wer bist du denn? Ah, oh, du... Ah, nee, nee, das mit dem Rumgiften lassen wir mal. So, mir sieht es so aus, als wäre das der richtige Weg hier. Oh nee. Kleine Zappler. Aber die sind immerhin schnell tot. Schnelle kleine Zappler. Wie komme ich denn da oben hin? Oh, magische Zappler sind das auch noch. Ja, das sind ja so magische Zappler. Hier. Nee, auf keinen Fall. Hört auf mit eurem Blödsinn. Lasst mich in Ruhe, bitte. Grabbeln könnt ihr auch. Ah. Ti ist aber schon auch eine mächtige Grafikkarte. Ja, Raytracing musste ich auch deaktivieren. Keine Chance. Also vor allem halt auch wegen Stream und Aufnahme gleichzeitig, ne? Das ist schon... Da muss der PC schon ein bisschen was leisten. Oh, hi. Oh, hi.
Hinten ist noch einer, den nehmen wir direkt mit. Zwei, drei. Und die Nummer 4 folgt sogleich. Jawohl. Oh, hi. Cries in 3060. Jawohl. Ah, ich habe eine 3070 Ti. Und dass der überlebt hat, wild. Hey, wer bist du denn? Mach mal nicht. Bleib mal schön ruhig, Junge. Was geht hier? Kiste. Walkürenprothese. What? Das ist ein Schlüssel. Okay, wait. Mir wurde gesagt, und diesen Rat, den nehme ich gerne und liebend gerne an, dass ich mir die Schlüsselbeschreibungen wirklich deutlicher durchlesen sollte. Und das akzeptiere ich, dass ich das bisher viel zu wenig gemacht habe. Und das war ein großer Fehler. Und diesen Fehler werde ich jetzt nie wieder begehen, dass ich Schlüssel einsammle und dann nicht die Beschreibung ordentlich lese. Also, goldene Prothese der einarmigen Walküre. Alles klar, weiter geht's. Na, Spaß. Goldene Prothese, die einst von einer einarmigen Walküre benutzt wurde. Ein Meisterwerk der Handwerkskunst, das mit genug Übung und Geschick genauso gut wie ein echter Arm funktioniert. Als sich Malay Marais, der Fürst der Schattenburg, diese Prothese anlegte, behauptete er, die Gegenwart seiner persönlichen Göttin zu spüren. Wow. Ich bin genauso schlau wie vorher. Gegenwart seiner persönlichen Göttin zu spüren. Okay. Ja, das heißt, ich werde dieses Ding wahrscheinlich brauchen, um den Boss zu beschwören, den es hier dann gibt. Oder das, Paul. Oder das. Das Item hat was mit Millicent zu tun. Okay. Wusste ich's doch, dass ich hätte Millicent einfach killen sollen. War mir doch klar, dass die seltsam ist. Millicent. Haus Marais ist ruiniert! Die Bestrafung dafür, dieser Metze zu verfallen. Kein Wunder, dass dieser schuldbewusste Narr das Schloss und unser legendäres Schwert nahm. Okay. Irgendwo klingt so, als würde ein Telefon klingeln hier in Elden Ring. Irgendwer hat ein Schwert geklaut. Ah, Hundis. Hi. Habe ich euch schon mal gesagt, dass ich euch nicht so sehr mag? Bestimmt. So. Ey, hi, ich wusste es, aber bin trotzdem reingelaufen. Es war so klar, dass da einer sitzt. Und trotzdem bin ich einfach reingelaufen. Ja, Kumpel. Du bist einer mit so einer Gatling-Armbrust, ne? Mag ich gar nicht. Gatling-Armbrust kann ich nicht ausstehen. Und dunkle Räume auch nicht. Erstmal nach oben. Hallo? Jemand zu Hause? Nö. Handbuch des Parfümeurs. Oh, da kann ich dann so Parfümzeug herstellen. Okay. Gut. Ah, nicht runterfallen, bitte. Ah, wobei, ah, vielleicht würde ich es überleben. Ist ja Elden Ring. Doggo! Grüß dich. Wie?
Ah, da hinten. So. Hattest du nicht gerade eine Armbrust in der Hand? Warum klingelt hier ein Telefon? Ah, so ein Reiter. Okay. Die klingeln wohl mit Telefonen. Was ist das hier? Solche Frisbees habe ich schon mal gesehen, aber nicht in Elden Ring. Der klingelt. Bei dem klingelt das Telefon. Geh mal an dein Telefon ran, Mann! Handy klingelt. Hey! Kumpel, geh ran jetzt. Es nervt. So. Hier haben wir doch bestimmt wieder einen hinter der Ecke sitzen, oder? Kuckuck. Nee? Nein? Okay. Oh, da sitzt er. Der hat mich erschreckt. Aha, wir haben schon wieder so einen Gatling-Armbrust-Boy. Keine Chance. Ja, voll, ey. Das war wirklich gut gemacht, gerade der Schreckmoment hier. So, ist nur einer von euch? Ja, dann lässt er mich einfach vorbeilaufen. Ist auch gut. Ist auch gut. Bestienblut. So, ich vermute, dass ich hier jetzt an das Item rankommen würde. Ah, hier ist sogar eine Leiter. Nee, da komme ich nicht an. Das Item ist da drüben. Hier ist eine Leiter. Aber hier ist auch ein Turm. Und da oben wird der Boss sein. Dann gucke ich erstmal runter. Ah, das ist eine Abkürzung. Ach, cool. Bitte? Bitte was? Ah, du gehst ohne die Leiter zu treten. Ja, das wäre ungeschickt gewesen, tatsächlich. Komme ich dann von da drüben, kann ich hier rüber und hier die Leiter hoch. Okay, verstehe. Perfekt. Alles klar, let's go. Ich hätte mich jetzt auch noch mal einen auffüllen können. Ja, aber ich muss ja auch erstmal den Gegner angucken, der mich dort erwartet. Mal gucken, ob es ein Parieren oder ein Duellfähigkeit oder eine dicke Keule wird. Mal schauen, mal schauen. Mal schauen, mal schauen, was mich hier erwartet. Hi, oh, es wird ein Parieren, denke ich. Zu früh? Wow, okay. Ich denke, es wird ein Parieren. Zumindest ein bisschen. Ach, hier gibt es auch einen Pfahl. Ja, dann ist es doch wurscht. Dann hätte ich ja die Leiter auch nicht wirklich treten müssen. Guck mal, bin ich doch direkt wieder vor ihm. Auf jeden Fall muss ich mein Seelenzeug mitnehmen, weil das waren ein paar hier. Das ist, glaube ich, ein Level. Oh, okay, gut. Holy, what the shit? Okay, das ist anders.
Zweite Phase? Nein, keine zweite Phase. Nice. Dankeschön. Henkerschwert der Marais. Dornengroßschild. Läuft. GG. Dankeschön, Leute. Danke, danke. Dankeschön. Was heißt hier? Wow. Nicht damit gerechnet, dass ich so gut bin, oder wie? Mann, 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 Mann. Die Zweifler. Wirklich gut gespielt, Dankeschön. Freut mich. Das Schwert anschauen. Ich will mir, ist das wird wahrscheinlich wieder ein Großschwert. Großschwert. Schade. Ja, natürlich habe ich den das erste Mal gemacht. Also es war der zweite Versuch, aber wo sollte ich den sonst... Achso, vielleicht gibt es irgendwo den nochmal als anderen Gegner. Das kann natürlich sein. Aber nee, den habe ich das erste Mal gesehen mit seinem Schwert. Der hat ein paar Brüder nachts. Ah, also damit würde ich sagen, die Schattenburg ist dürrig an dieser Stelle. Gut. Nice. Ja. Ich habe auch schon, wenn du gerade sagst, nachts, ich habe auch schon mitbekommen, das wurde auch in den YouTube-Kommentaren erwähnt, es gibt wohl einige Bosse, die nachts irgendwie unterwegs sind, da muss ich dann nochmal gucken, wie und wo und wie wir die finden, wo die sind. Aber jetzt speziell losziehen und die suchen würde ich nicht. Ich gehe noch zum Erdenbaum hier hin. Den müsste ich mittlerweile hinkriegen. Bin ja ein bisschen stärker geworden seit dem letzten Mal. Na, da muss ich, glaube ich, ganz außen rum, ne? Hier komme ich nicht so leicht darüber gesprungen, darunter. Glaube ich, musste ganz außen rum. Wait. Nee, hier lang. So. Was seid ihr eigentlich für Boys? Ah ja, solche Boys. Okay. Oh, da hinter mir war noch einer. Da ist noch einer. Bleibt ihr mal dort. Ich gehe mal zum Baum. Hallöchen, Bäumchen. Guten Tag. Autsch. Ah, der macht ein bisschen was anderes. Der giftet irgendwas. Oh, ich hasse es. Hässliche Seuche. Fäulnis. Fäulnis. Ich hasse Fäulnis. Nein, ich bin tot. Ich habe ihn nur einmal getroffen. Der macht hässliche Fäulnis. Och Mann, ey. Ja, das wird alles wilder und wilder. Am Anfang noch so, ja, ja, easy peasy, lemon squeezy. Alles ähnlich, alles gleich. Nope. Ich würde gerne mein Loot schon mitnehmen, Bäumchen. Danke, bevor wir uns prügeln. So, jetzt.
wichtig, dass er nicht sein vollendes Blödsinn macht. Ah, warum habe ich jetzt gesoffen? Das war dumm. Ah, jetzt vollendes Blödsinn. Dann hauen wir mal lieber weiter ab. Gehen wir mal ein bisschen weiter weg von der Fäulnis. Warte kurz. Oh, ich sehe nichts. Ach nee, jetzt macht er schon wieder seinen Fäulnissprung. Will ich nicht. Habe ich keinen Bock drauf, Kumpel. Wichtig. Jetzt war ich einen halben Meter zu weit weg. Och nö. Ha. Blöd gelaufen. Ups. Ach, schade. Shit. Ups, da war ich selber dumm gerade ein bisschen. Ich hab's zu sehr provoziert, den Schaden. Den Schaden zu viel provoziert. Da wollte ich aufs Maul kriegen gerade. Aber ganz anders. Kommen Sie, Herr Baumgegner, bitte verprügeln Sie mich. Oh oh. Shitty. Nicht in die Fäulnis. Können wir mit der Fäulnis bitte aufhören? Warum? Ey, komm. Ist dann auch langsam mal gut. Mit deiner Faulerei. Nee, nicht Fäulnis. Nicht Fäulnis. Sag mal, wie ich ihn nicht gestunlockt krieg, ne? Jetzt hier gerade in dem Versuch. Oh, fuck. Weg. Oh oh. Alles Mist. Hör mal auf mit dem Blödsinn jetzt. Ist dann auch mal gut irgendwann, ey, ganz ehrlich. Scheiße. Oh, was er für ein Baum ist. Ich muss ihn dreimal mit der Duellfähigkeit treffen, damit er gestunlockt wird, in einem gewissen Zeitraum. Und das war gerade ein sehr, sehr schlechtes Pattern für mich. Aber den kriege ich jetzt. Kann doch nicht sein, dass ich an so einem dämlichen halben Baum hier so rumhänge.
Oh, okay. Unfair, dass das kein Treffer war. Da waren wieder seltsame Hitboxen am Start. Ja. Okay. Nee, das war falsch. Nee, 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 nicht ballern. Ach, wie er ständig seine Grütze raushaut. Ja, okay, den muss man sich einfach ein bisschen mehr Zeit lassen für den hier. Eile hilft hier nicht. Nee, nicht in die Grütze. Lauf weg. Jawohl, geht doch. Meine Güte. War jetzt nicht so eine schwere Geburt. GG, danke Leute. Vielen Dank, ey. Dankeschön, Dankeschön. Opale verhärtete Träne, gesprungene Steinstachelträne. Da muss ich nochmal durchgucken durch die ganzen Tränen, was mit denen eigentlich alles geht. Habe ich jetzt schon länger nicht mehr geschaut. So, was haben wir hier noch so? Hier ist die fette Brücke. Ah ja, da sitzt ein Drache drauf. Okay. Ich war, glaube ich, schon mal hier hinten. Eigentlich. Und darüber brauche ich halt nicht mit über die Brücke laufen. Und mich selbst in unnötige Gefahren begeben. Weil. Was geht denn hier unten noch? Da komme ich aber nur von. Komme ich da nur von drüben hin? Ja, sieht so aus. Oder hier unten. Ja, Moment, nee, dann machen wir das so. Schauen hier bei dem Kumpel vorbei. Hab ich so ein Ding noch? Nee, ne? Ich glaube, ich habe keine. Hey. Vielleicht soll ich dir auch einfach nichts füttern. Ja. Vielleicht wird er irgendwann böse auf mich und dann ist er super stark, weil ich ihn zu sehr gefüttert habe. Vielleicht hätte ich ihm von Anfang an einfach nichts geben sollen. So einen habe ich schon verprügelt hier. Die sind auch kein Problem mehr, aber man muss es ja jetzt nicht drauf anlegen, ne? Nee, da unten ist ja noch ein Samen. Hier war ich noch gar nicht. Guck mal an. Danke. Eine goldene Saat. Hier habe ich mich noch nicht wirklich umgeguckt. Wie komme ich denn... Ja doch, so irgendwie. Ah ja, hier ist noch eine Gnade. Ja. Vielleicht noch ein bisschen schwierig. Ja, also es wird nicht First Try sein, aber... Ah, guck mal, Flaschen hinzufügen. Jawohl, bitte, danke. Sehr schön, Stufenaufstieg. Machen wir noch ein Level. Dann fressen wir mal schnell noch eine kleine Rune, damit ich hier noch...
auf die 7. Jawohl, dann kann ich nochmal leveln. Wunderbar, das ist doch hier alles nice. Komm, wir gehen nochmal ein bisschen mehr auf Leben. Bis 60 hieß es. Sei es okay. Danach ist es ein Scam. Okay, hier geht's nicht lang. Oben lang. Es kann natürlich sein, dass der da am Eingang steht, dass das ein dickerer ist, der ein bisschen mehr aushält. Gelten die Drachen, die gelten nicht als Bosse, ne? So, wie komme ich da runter? Komme ich gar nicht da runter von... Das sah eigentlich so aus, als würde ich von hier da runterkommen. Ja, doch, 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 doch. Hintenrum. Ah, okay, dann müsste ich quasi auf die Brücke jetzt gehen, um zu schauen. Was ist hier los? Nee, 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 nicht cool. Warum auch immer ich hier jetzt vergiftet werde. Dann müsste ich auf die Brücke gehen und schauen, ob der einen Health-Balken kriegt, der Drache da oben. Der da auf der Brücke sitzt. Wahrscheinlich schon. Vermute ich. So. Und mit dem Berühren dieser Gnade beende ich diese Folge für YouTube, Twitch. Bleibt bitte dran, heute wird es wieder ein bisschen länger gehen. Aber Leute auf YouTube, die hier eingeschaltet haben, ich habe heute ein bisschen gemütlicher gemacht, weil es mich einfach tierisch genervt hat beim letzten Mal. Vielleicht gucken wir in der nächsten Folge ja schon zum Feuerriesen. Mal schauen. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.